Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Montagmorgens im Büro denke ich mir oft, hättest du mal was Vernünftiges gelernt. Maurer oder so, dann wärst du jetzt schon betrunken. Ich habe meine Freundin heute Morgen mit Oralverkehr geweckt. Und was hat sie gesagt? Lauf doch. Meinen ersten Tag als Polizist vergeigte ich ordentlich, als ich aus Gewohnheit hinten in das Polizeiauto stieg. Endlich wieder Herbst. Nun wechselt es vom Scheißwetter zu kaltem Scheißwetter. Was würdest du als erstes tun, wenn du unsichtbar wärst? Ich würde nach Frankreich fliegen und ein paar Terminen verprügeln. Auf die Frage meines Mathelehrers, was man hier noch kürzen könnte, war, ihr Gehalt wohl die falsche Antwort. Ich war in einer Zeitschleife gefangen gewesen sein werden. Was macht ein Neger auf einer Farm? Alles. Wie setzt sich die ideale Fußballmannschaft zusammen? In den Sturm kommen Juden, denn die dürfen nicht verfolgt werden. Ins Mittelfeld kommen Schwarze, Chinesen und Araber, denn die machen das Spiel bunt. In die Verteidigung kommen Schwule, denn die sorgen für Druck von hinten. Und ins Tor kommt die 50-jährige Nonne, denn die hat seit 30 Jahren keinen mehr reingelassen. Ich bin eine Mischung aus Aschenputtel und Schneewittchen. Ich verliere auf Partys betrunken meinen Schuh und wache bei 7 fremden Männern im Bett auf. Laut einer Studie sind Frauen 10 Tage im Jahr schlecht gelaunt. Wann wurde die Studie beendet? Am 11. Januar? Was ist mehr wert als Gold, Schmuck und Diamanten? Hämorrhoiden, denn die sind am allerwertesten. Beschreiben Sie Ihren Arbeitsalltag in 3 Worten. Planet der Affen. Keiner und niemand gehen in einen Raum. Nach 2 Stunden kommen beide wieder raus. Wer ist noch im Raum? Was sagt ein Blinder, wenn man ihm Schleifpapier in die Hand drückt? Verdammt, ist das klein geschrieben. Im Bett, 6 Uhr. Du schließt die Augen für 5 Minuten. Es ist 8.45 Uhr. In der Schule, es ist 12.30 Uhr. Du schließt die Augen für 5 Minuten. Es ist 12.29 Uhr. Mein Zahnarzt hat gesagt, dass ich eine Krone brauche. Endlich jemand, der mich versteht. Arnold Schwarzenegger als The Dark Knight. Ich bin der Batman. Deutschland. Für viele Jobs brauchst du Berufserfahrung, die du nicht sammeln kannst, weil dich ohne Berufserfahrung keiner einstellt. Es war eine Enttäuschung für mich, als ich erfahren habe, dass du bei McDonald's arbeitest. Kleine, mittlere oder große Enttäuschung. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie neugierig sind sie? Darf ich die Skala mal sehen? Heute Abend kommt mal wieder ein Länderspiel, oder wie es bei den RTL-Zuschauern heißt, Chantal, tu mal die Glotze an, die Schland spielt. Ob Italiener oder Asiaten abends auf der Couch sitzen und sagen, lass uns mal heute beim Deutschen bestellen? Ich hasse es, wenn der Wecker klingelt und man aus dem Schlaf gerissen wird, aber Feierabend ist Feierabend. Wenn Gott weiblich wäre, wäre nach dem Es werde Licht erstmal ein Wie sieht's denn hier ausgekommen? Eben überlegt, am Flughafen ein Cappuccino zu bestellen, stattdessen beschlossen, die Familie weitere 2 Monate zu ernähren. Yeah! Bei Gefallen Daumen hoch und Video teilen. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.